In diesem Vlog wird es wieder richtig gefährlich. Denn heute haben wir einiges vor. Denn unter anderem werden wir eine Wette mit Flauschi machen, die nur ich gewinnen kann. Och Mann, ich hab verloren. Dann werden wir ihr eine random Bestrafung geben. Och Mann, ich will keine Bestrafung. Und dann werden wir sie 1000 Meter Fallschirmspringen sehen. Oh mein Gott, als ob sie sich das traut, Leute. Und ob sie sich das traut, erfahrt ihr in diesem Video. Aber fangen wir erstmal an. Und damit herzlich willkommen aus der Zentrale, herzlich willkommen zu einem neuen Prank. Wir werden Flauschi richtig krass pranken heute, denn ihr habt es mitbekommen, 1000 Meter Fallschirmsprung. Wird sie es schaffen oder nicht? Wird sie es überhaupt machen? Das erfahren wir heute. Bevor es jetzt aber losgeht, ich hier rausgehe und zu Flauschi gehe, brauche ich eine Entschuldigung für sie, denn ich weiß, dass diese Challenge alles von ihr abverlangen wird. Deswegen brauchen wir mal wieder eine Belohnung und deshalb fahren wir direkt los und kaufen ihr schnell eine kleine Entschuldigung. Ich bin sehr gespannt, wie sie reagieren wird. Angekommen im Porsche bei 37,5 Grad. Was? Bin ich sehr gespannt, wie sie reagieren wird und ob sie es überhaupt macht. Denn sie weiß bisher nicht, dass sie Fallschirm springen muss. Wird sie vielleicht abbrechen oder wird sie es durchziehen? Es ist egal, es wird auf jeden Fall ein spannendes Video. Deswegen bleibt bis zum Ende dran. Aber jetzt geht's los und ich kaufe ihr etwas, was ich schon lange haben wollte. Es ist zwar sehr teuer, aber es muss sein. Denn Flauschi wird mich sonst komplett fertig machen. Let's go. Denn an einem wunderschönen Tag mit einem wunderschönen Auto, machte ich mich also auf den Weg, um für Flauschi, die irgendwo hier aus dem Himmel fallen wird, ein Geschenk zu kaufen. So ein Lautsprecher? Nee. So ein Gaming-PC? Auch nicht. Aber diese Apple Watch, die werde ich ihr kaufen. Denn ich habe das einzig Richtige gemacht und ihr die Uhr gekauft. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Flauschi reagiert. Ich habe jetzt eine Apple Watch für sie gekauft, als Überraschung am Ende vom Video. Und Leute, ich werde jetzt eine Fake-Challenge machen, die sie auf jeden Fall verlieren wird. Und dann werde ich sie bestrafen mit dem Fallschirmsprung. Und eigentlich muss sie es dann ja machen. So, Leute, also die Apple Watch habe ich hier. Flauschi? Oh, sie ist, glaube ich, da. Flauschi? Ah, was geht? Ich brauche dich gleich mal kurz für eine Challenge. Ich komme nach unten. Okay, Leute, wir hier jetzt die Challenge aufbauen. Zwar habe ich jetzt hier 2-Euro-Stücke. Wenn ich die aber übereinander lege, dann sind beide Seiten eine Zahl. Und wenn ich die dann noch zusammenklebe, dann, Leute, habe ich das perfekte Schummelwerkzeug. Also, Leute, das heißt, ich werde jetzt gleich eine Münze werfen und ich werde Zahl nehmen. Und wenn Zahl kommt, was es ja nur kommen kann, dann habe ich gewonnen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass Flauschi nicht... Flauschi ist schon da, was? Was? Sie hat mich gesehen. Was habe ich gesehen? Flauschi? Flauschi, hey. Hallo. Und mach zwar, ja, wir machen jetzt eine Challenge. Bist du bereit, Flauschi? Ich werde nämlich eine Münze werfen. Okay. Ich nehme Zahl, du nimmst Kopf, würde ich mal einfach sagen. Okay, ich mach Kopf. Und der Verlierer, Flauschi, muss eine Aufgabe, die ich entscheide, machen. Oha, okay. Okay, bist du bereit? Ich werde diese Münze jetzt werfen. Warte, die Kamera. Und was ist es geworden? Zahl! Also habe ich gewonnen. Das ist nichts Gutes für mich. Ich habe gewonnen, Flauschi. Oh, einfach Zahl, Leute. Wer hätte das gedacht? Damit musst du eine Aufgabe meiner Wahl erledigen. Was ist denn, Candy? Flauschi, ich sag mal so viel, ich werde es dir noch nicht verraten. Wir fahren jetzt los. Und ich werde einmal hier nochmal drauf treten. So, hä, was machst du? Also, Flauschi, wir sind jetzt ja? im Porsche. Dein Hund ist natürlich auch mit dabei. Ja? Und du hast keine Ahnung, was wir machen. Ich habe keine Ahnung, ich bin aufgeregt. Was denkst du denn, was könnte es sein? Sowas wie Fallschirmspringen oder so? Ja, okay, interessant, interessant. Ich werde sie erstmal nicht verraten und deinem kleinen Hund hier auch nicht. Aua, au! Oh. Wir haben einen kleinen Weg vor uns, 23 Kilometer nämlich. Und dann ist es soweit, Flauschi. Bist du aufgeregt? Hast du Angst? Ich habe mega Angst, weil ich gar nicht weiß, was es ist. Hast du also Angst? Ja, ich oh, hab oh, Angst. Oh, 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 Leute, oh, Flauschi hat Angst. Also, Flauschi, wir sind jetzt schon ein bisschen so unterwegs. Ja. Wirst du das denn machen? Ich weiß ja noch gar nicht, was es ist. Entscheide ich dann erst da. Aber du musst das eigentlich schon machen, sag ich dir, wie es ist. Also wenn du jetzt einen Rückzieher machst, wäre das ziemlich uncool. Ja, aber sonst musst du es einfach machen. Nee, nee, nee. Und das kann man auch nicht ändern. Ich habe das mit deinem Namen und alles, das geht nicht anders. Ach, guck mal, da klingelt ey. Mein Wecker sogar. Zeit, Angst zu haben. Wenn ich es nicht mache, dann macht Daisy das. Oh, guck mal, wie sie lächelt. Hier, Daisy. Ja, Leute, Fazit nach 2 Wochen Porsche fahren.
ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, dass ich euch hier und da mal ein Update geben soll. Das ist mein Update zu meinem neuen Porsche. Gefällt mir sehr. Und zum Vlogs aufnehmen auch sehr, sehr geeignet. Und ja, vielleicht werde ich demnächst nochmal ein Video darüber machen. Schreibt mir in die Kommentare, was wollt ihr gerne sehen, was für Vlogs. Daisy, sei ruhig, ich nehme gerade auf. Und jetzt gibt es nochmal ein bisschen Tunnel-Action. Achtung, Ohren zu halten. Och Mann, ich bin eigentlich nur für Urlaub hergekommen. Aber Flauschi, jetzt musst du die Aufgabe erledigen. Sorry. Ich habe noch nicht final Ja gesagt. Ja, okay. Leute, es bleibt spannend. Bleibt bis zum Ende dran, um rauszufinden, ob sie es macht oder nicht. Ich mach's nicht. was kommt hier denn für Musik? Hey, die beste Candy-Musik. Nein, nein, nein. Ich kenne bessere Candy. Warte mal. Was ist das denn? Skin Pink, House Pink, Skin Pink, House Pink, Skin Pink. Flauschi, weißt du was? Ja? Es gibt etwas für dich. Was denn? Es gibt für dich kein Zurück. Okay, Leute, ich werde es ihr jetzt sagen. Ich bin jetzt hier rechts rangefahren. Ich werde es ihr jetzt sagen, was sie machen muss. Oh, ich bin so gespannt. Okay, Flauschi. Ja? Also, du willst sicherlich wissen, was du tun musst, ja? Ja. Und zwar befinden wir uns hier an einem sehr interessanten Ort. Das ist hier so am Wasser gelegen und auch hinten so ein bisschen hoch. Ne? Ich kann da mal reinzoomen. Und Flauschi, deine Aufgabe heute ist es, oh mein Gott, ich bin so gespannt. Deine Aufgabe ist es, Flauschi, von da oben bei diesem weißen Haus mit einem Fallschirm runterzuspringen. Doch, das machst du hundertprozentig. Du weißt nicht, wie teuer das war. Du wirst das machen. Bro, du wirst von da oben mit einem Fallschirm... Alter, ich würde das niemals machen, ne? Und die landen unten am Strand dann. Ich würde niemals mit einem Fallschirm da runterspringen. Nee, danke. Du wirst das machen. Nein. Flauschi, du wirst... Ich mache das nicht. Du wirst dort runterspringen. Ich mache das nicht. 100%. Ich gebe dir mein Wort, dass du es machen wirst. Ey! Also, wir haben jetzt mal ein paar Minuten geredet. Flauschi, willst du es machen? Nein, nicht. Oh, ey, bitte, das ist doch fürs Video. Mach das ich doch mal. Ich guck's mir von oben nochmal an. Pff, ja, dann sagst du safe nein. Also, ich werde nicht mal mit hochkommen. So schlimm ist das. So ein Ding ist das. Ja, ich habe extra eine GoPro gekauft. Leute, wir fahren jetzt hin. Wir sind schon ein bisschen zu spät. Und jetzt geht's los. Flauschi wird Fallschirmspringen aus 1000 Metern Höhe. So, Leute, ich hab's mir jetzt doch nochmal überlegt. Da oben seht ihr das Ganze. Guck mal, wie hoch das ist. Ich mach das halt wirklich nicht. Also, warum sollte ich das machen? Ich bin doch nicht lebensmüde. Ja, mal ein bisschen mit dem Fallschirm da runterspringen. Das was machst du doch, Candy. Erstmal gibt es dann ein Gewichtslimit, das habe ich überschritten, ich darf das gar nicht, weil du fliegst ja nicht alleine, ne? Du fliegst mit jemand anderem zusammen. Und auf jeden Fall, Flauschi, du wirst das auf jeden Fall machen. Du warst jetzt 2 Wochen bei mir zu Hause, konntest umsonst bei mir leben und essen. Jetzt wird es Zeit, dass du auch mal einen Fallschirmsprung machst. Nee, danke. Dabei. Da hast doch nichts bei. Nein, ich mach das nicht, das ist so hoch, guck mal, der Berg. Spring da runter. Nein, ich mach das doch nicht, guck mal, ich bin doch nicht verrückt. Da ganz oben soll ich hin und runter springen, hier an den Strand, was soll das? Ich mach's, ich bin nicht lebensmüde, Candy, nicht so wie du. Also, wir haben jetzt mit den Leuten gesprochen und vielleicht macht sie es ja doch. Ich bin sehr gespannt. Und wir starten nicht von da, wie ich vorhin dachte, sondern wir starten hier. Das ist noch viel, viel schlimmer. Das ist einfach in so einem Abhang, das ist sogar ein Wasserfall. Den sieht man vielleicht. Und da wird Flauschi gleich runterspringen. Aber die Leute, die das veranstalten, die haben mir jetzt ein bisschen die Angst genommen. Das ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Ich bin sehr gespannt. Flauschi redet gerade mit denen, muss jetzt auch Sachen unterschreiben, dass sie sterben könnte, alles drum und dran. Ich bin sehr gespannt, ob sie es macht. Aber wenn sie es macht, kriegen wir auch ein richtig cooles Video am Ende. Die schneiden das sogar für uns. Okay, Leute, jetzt wird es tatsächlich ernst. Ich soll jetzt meine GoPro-Sachen holen. Wir fahren jetzt hoch, die nehmen uns sogar mit. Und wir fahren jetzt tatsächlich einfach hier auf diesem Berg nach ganz oben. Und da wird Flauschi mit einem Fallschirm komplett runterspringen. Und hier bis zum Wasser, glaube ich. Ich weiß nicht, wo die Landung ist. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe natürlich, dass sie das schafft. Leute, guck mal da oben. Da fliegt einfach gerade jemand. Seht ihr es? Ich hoffe, man sieht es auf der Kamera. Aber das muss ich auch gleich machen, Leute. Also wir laufen jetzt zum Auto, Leute. Jetzt geht's nach oben. Wie geht's dir? Ja, passt schon. Wirst du fliegen? Ja, ich glaube schon. Oder brichst du ab? Ich glaube, ich flieg. Okay, wir sind jetzt anscheinend oben angekommen, aber irgendwie sieht das nicht so vertrauenswürdig aus. Was ist das hier für ein Weg? Das ist jetzt hier die offizielle Fallschirmstrecke.
Alter, Flauschi, sei ehrlich, bist du nervös? Ja, ich bin nervös. Mann, ey. Leute, ich habe ihr hier eigentlich ein Geschenk gekauft. Habt ihr am Anfang vom Video gesehen. Aber wenn sie das jetzt hätte, könnten wir einen Herzschlag sehen. Och, Mann, ey, aber sie wird es danach bekommen. Dann wird sie sich fragen, was ist das für ein Weg? Das ist doch nicht offiziell, Leute. Wir laufen hier bei irgendjemandem durch den Garten. Hier baut noch jemand sein Haus auf. Also, Leute, pass auf, Flauschi, nicht hinfallen. So, Flauschi, dann geh da jetzt mal rüber, ohne nass zu werden. Vorsicht! Okay, wo lang? Rechts oder links? Wo ist der hin? Ich glaube, hier links wird gestartet. Ah, ist hier vorne. Leute, wir sind jetzt einfach da. Ich zeige euch gleich mal, wie hoch das richtig ist. Er baut jetzt hier schon mal auf so ein bisschen. Sehr, sehr korrekte Leute natürlich. Typisch Madeira, sehr, sehr freundlich. Und hier geht's gleich los. Ich zeige euch gleich mal, wie es aussieht, wenn der Schirm aufgebaut ist. Der Fallschirm ist pink. Der Fallschirm ist ja wirklich pink. Habe ich extra so bestellt. Wartet, Leute, hier ein pinker Fallschirm. Natürlich werden wir alles für euch einfangen auf einer GoPro, die wir hier haben. Das ist easy peasy. Okay, Leute, ich würde sagen, wir warten kurz. Gleich kommt der Start und alles drum und dran, denn Flauschi ist eine Macherin. Sie traut sich. Ich rufe jetzt doch nochmal Max an, Leute. Max? Hey! Was geht? Warte, guck mal. Was ist los? Siehst du das? Das ist ein Fallschirm. Flauschi fliegt Fallschirm. Alter. Was machst du da mit einem Fallschirm? Flauschi wird Fallschirm fliegen. Was? Ja, wir müssen aber jetzt starten. Ich wollte dich nur kurz ein Video drin haben. Hilfe, Max! Alter, Flauschi, du bist ja richtig krass unterwegs. Ich will das gar nicht. Okay, okay, wir starten jetzt. Viel Erfolg. Danke, ciao. Abstürzen, ja, tschüss. Ciao. Einfach Max, einfach Max, Leute. Oh, Leute, da ist sie. Oh mein Gott, die wird so Angst haben. Leute, lasst ein Like und ein Abo auf dem Video da. Sie kriegt gerade die Sicherheitsanweisung. Also ich will nicht wissen, wie sie sich gerade fühlt. Also wirklich, wie die sich gerade fühlt, das will ich nicht wissen. Schaut euch mal allein an, wie groß dieser Fallschirm hier ist. Das Ding ist wirklich 10 Meter oder so lang. Ich bin sehr gespannt. Es scheint gerade irgendwelche Probleme zu geben, Leute. Ich will nicht wissen, wie sie sich fühlt. Jetzt macht sie sich aber auf den Weg. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also Leute, gleich geht's los. Bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde jetzt mal ein bisschen mitfilmen, weil ich finde das selber interessant. Vergiss nicht, die Kamera anzumachen. Mach jetzt schon mal an. Wir gehen nochmal hin. Ey, Daisy, komm mit. Zeig mir die GoPro. Leute, ich werde jetzt hier mal alles mitfilmen. GoPro läuft. Okay, das passt. Ich bin sehr gespannt. Okay, Leute, hier wird jetzt gleich der Start sein. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin wirklich gespannt, Leute. Da steht sie wie eine 1. Und gleich geht's hier runter und dann werden die hier abheben und dann schalte ich auf die GoPro, die an Flauschis Arm ist und dann werdet ihr sehen, wie es in der Luft aussieht. Das werde ich erst danach erfahren. Und ich versuche rechtzeitig zur Landung natürlich noch da zu sein. Es geht jetzt langsam los. Da hilft sogar noch jemand. Es wird hier alles... Oh mein Gott, jetzt geht's glaube ich los. Oh oh! Oh mein Gott! Lauf! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Alter, bitte komm heil zu Hause an. Oh mein Gott. Junge. Das ist ja so krass. Ja. Oh, oh, da vorne sind sie wieder. Alter, ich will jetzt nicht wissen, wie die sich fühlt, ne? Junge. Okay, und jetzt schalten wir in die Luft zu Flauschi. Sie winkt sogar noch. Das ist frech. Leute, das ist so cool. Wir fahren jetzt runter und müssen die Landung noch kriegen. Aber es wurde mir gesagt, manchmal verpasst man die Landung auch. Ich weiß jetzt nicht, wo Flauschi gerade ist. Wir schalten mal zu ihr. Ja, sie ist auf jeden Fall noch in der Luft. Das heißt, wir müssen uns jetzt beeilen. Oh, da sind sie nämlich. Ich bin jetzt rechtzeitig da und ich werde die Landung gleich filmen. Das sieht schon echt entspannt aus. Also wirklich, geht zu Flauschi auf ihren Kanal, lasst den Abo da, schreibt ihr mal in die Kommentare, dass sie es echt geschafft hat. Ich würde es nicht machen und iCrimex auch nicht. Oh, da ist die Landung. Oh oh. Sie hat es echt geschafft. Sie hat es wirklich geschafft. Leute, sie hat es geschafft. Hier Heldenmusik einspielen.
Flauschi, du hast es geschafft. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Hast du alles aufgenommen? Nee, so schlecht. Oh. Okay, und jetzt gibt es natürlich gleich noch eine Überraschung, aber erstmal müssen wir jetzt hier alles abwickeln. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind wieder am Auto angekommen. Der Hund ist auch versorgt. Ich hoffe, ich habe mich nicht gespiegelt. Und wir haben hier die Siegerin, die Macherin. Wir haben Flauschi, sehr so gut. Spaß hast du gemacht. Sehr gut gemacht, Flauschi. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir. Ich glaube, mir ist ein bisschen schlecht. Herzlichen Glückwunsch nochmal von mir. Und jetzt gibt es noch die Belohnung für Flauschi, die ich am Anfang vom Video gekauft habe. Und dafür fahren wir jetzt nach Hause. Leute, ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ihr die Reaktion sehen wollt, bleibt auf jeden Fall noch dran. So, wir sind zu Hause angekommen. Das war's mit dem Video gewesen, oder Flauschi? Oh Mann, ich bin immer noch böse auf dich. Hä? Ah, warte mal. Du bist böse auf mich, Flauschi. Natürlich habe ich noch eine kleine Wiedergutmachung für diesen Prank. Ich würde sagen, Flauschi, du bekommst von mir, weil du es dir gewünscht hast, eine Apple Watch. Aufmachen! Aufmachen! Okay. Aufmachen! Okay, sie macht sie auf. Ja, oha! Was ist das denn? Einfach eine Apple Watch. Leute, ich würde sagen, wie sieht die denn auf deinem Handgelenk aus? Okay, okay, sie hat es jetzt schon ein bisschen eingerichtet. Mach mal dieses Mickey-Maus-Ding. Ja, warte, ich was macht die denn da? Ja, ja. Oh, Mann, ey, die kann das gar nicht. Okay, wir warten kurz. Es ist 14:24 Uhr. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Was ihr aber hört, ist, dass mein Mikrofon kaputt war. Keine Ahnung. Ich will mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die bis hierhin das Video geschaut haben. Lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Das war's gewesen. Ciao mit Au.